alle Yoga-Freunde. Kopfstandsequenz. Jetzt zeige ich dir als nächstes aus dieser Folge heraus mit den Ellbogen auf dem Boden, wie du in den Kopfstand, wie du dich dann hebst, wie du nach oben kommst. Wichtig dabei ist, dass du dir so viel Zeit gibst, um nach oben zu kommen, dass du nicht hineinübst. Das ist dieses Hineinspringen, wo du die Füße versuchst, nach oben zu kommen. Das ist ein Desaster für die Halswirbelsäule. Vielleicht hast du keine Probleme damit und machst das und hast dann irgendwann Probleme. Vielleicht hast du schon Probleme mit der Halswirbelsäule. Dementsprechend würde ich es auf keinen Fall machen. Aber das hatte zur Folge, dass der Kopfstand eben halt auch einen schlechten Ruf bekommen hat. Es ist wie mit dem Wetter. Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Es gibt eine schlechte Vorbereitung. Es gibt keine schlechte Haltung, nur eine gute Vorbereitung für die schlechte Haltung. Okay. Wir gehen dann mal da rein, also ich, und wir schauen. Die Ellbogen tendenziell eng. Die Finger ineinander. Der kleine Finger ist in der Handfläche. Der Kopf legt sich in die Hände, aber nicht auf den Boden. Ich kippe. Gebt euch immer wieder diese Zeit. Du wanderst, du kippst, der Kopf ist weg, der Kopf ist da. Kopf ist weg vom Boden, Kopf ist weg. Gerade ist im Boden. Im Boden. Im Boden heißt im Boden. So, dann geht ein Fuß nach oben, vielleicht auch eingeknickt und der andere. Wenn du das hast, der Kopf ist weg vom Boden, im Boden. Weg vom Boden, im Boden. Wenn du dann sagst, okay, das ist mir aber zu anstrengend, dann würde ich alles andere vorher machen, damit das funktioniert. Dann kannst du vielleicht deine Beine, der Kopf ist weg vom Boden, der Kopf ist im Boden. Weg vom Boden, im Boden. Wie auch immer rausgehend, ob langsam mit einem Bein, Beine einknickend, mit zwei Beinen, mit gestreckten Beinen. Wichtig dabei ist wirklich, dass du lernst, der Kopf ist im Boden, der Kopf ist weg vom Boden. Gib dir Zeit. Weitere Variationen.